Sportivität zieht sich wie der sogenannte rote Faden durch die Kollektionen. Ich würde sogar sagen, 2015 ist das Jahr des Sneakers. Ganz, ganz wichtig sind in dieser Saison alle puren, cleanen Sneaker. Ich würde sogar sagen, weiß ist hier die wichtigste Farbe. Weiße Sneaker, ganz clean, ganz klassisch, ein bisschen im Stil von Retro-Tennisschuhen aufgemacht, sind ein großes Thema. Aber natürlich nicht nur. Je näher wir der Sommersaison und den heißeren Temperaturen rücken, sind es sicherlich die Espadrilles, die in diesem Sommer eine wichtige Rolle spielen. Also alles, was diese Jute-Böden hat, das können flache Varianten sein, es können aber auch Modelle mit Keilabsatz sein. Es geht so ein bisschen in die Hippie-Richtung mit Fransen, auch diese typischen Ledertöne sind wieder da. Ein schöner, warmer, rotbrauner Goyoton und ganz, ganz wichtig die Jokerfarben Metallics. Jokerfarben sind sicherlich die Metallics und in diesem Sommer ganz angesagt ist alles, was Richtung Roségold geht. Roségold, auch im Schmuck schon ein großes Thema, sehe ich auch sehr stark, zum Beispiel auch bei Komfortschuhen. Generell gilt in diesem Sommer, Mode muss nicht unbedingt auf hohen Absätzen daherkommen. Alle Tieffußbett-Sandaletten sind ein ganz, ganz starkes Thema, aber es geht auch mal in Richtung Ballerinas und das Tolle an diesen Farben ist, sie passen halt fast zu jedem Outfit und machen dadurch das Kombinieren sehr, sehr leicht.